Also einfach gesagt, das Publikum bestimmt sehr mit, wie die Musik ausfällt und wie ich sie einsetze. Und letztlich ist es jede Aufführung nur jeweils für das eine Publikum. Der nächste Film oder der gleiche Film ist ja automatisch wieder anders, wenn das Publikum anders ist, die Tageszeit, die eigene Verfassung. Also ich finde es sehr positiv jetzt, also nicht weil ich improvisiere, sondern ich finde für mich, das ist die beste Form auszudrücken, wie auf die Musik einsteigen. Wenn wir irgendwas vorgefertigt haben, dann könnte jemand nicht reagieren auf das, was im Film eigentlich, was im Publikum mit dem Film zusammen passiert. Also was hier passiert, ist immer eine sehr einzigartig. Also man kann nie genau sagen, was ist es nicht. Das weiß man nachher, wenn man fertig ist. Und das Gefühl nachher oder auch die Reaktion vom Publikum sagt mir meistens, es war gut so. Und haben Sie nicht für einzelne Dinge, zum Beispiel Hufgetrappel von Pferden oder so einzelne Szenen, schon etwas im Kopf, was Sie da spielen könnten? Oder was Sie natürlich die punktierten Noten auf Pferdegetrappel und so hinweisen, das wissen wir, weil einfach, wenn man jetzt hergeht, das ist jetzt irgendwo aus einer Ouvertüre oder aus der romantischen Musik, gibt es eigentlich irgendwo gewisse Vorgaben. Also ich würde natürlich nie hergehen zum Pferdegetrappel spielen, ist klar. Also es gibt gewisse Wortwendungen, würde ich es nennen, also Phrasen oder, ja. Aber ob das jetzt so ausschaut oder das ist sehr unterschiedlich. Hängt auch sehr davon ab, was gerade im Film passiert. Also habe ich jetzt ein Pferdegetrappel angenommen, aber die Stimmung ist gerade eigentlich sehr ruhig, weil das ja bloß ein Ausflug mit dem Pferd ist, dann fällt die Musik natürlich völlig anders aus, wie wenn das jetzt ein Getrappel ist, weil jemanden verfolgt oder weil er wohin flüchtet oder weil ein Arzt geholt werden muss. Also das bestimmt natürlich die Art, wie das Pferdegetrappel ist. Das ist völlig, also die Umgebung der Szene bestimmt auch immer dann, wie gehörte Musik ist. Und ist der ganze Film eher schwer, dann kann es sein, wenn der Ausflug zum Beispiel was Positives ist, dass man das dann besonders leicht macht, aber dazwischen wieder einen Unterton reingibt. Und, also es gibt tausend Möglichkeiten. Und ich denke, ich meine, ich habe das für mich noch nie formuliert, aber wenn ich drüber rede, ich kann immer sagen, ich tue es. Und, also ich gehe nicht vorher her und dann, wie könnte man das machen, das habe ich nie gemacht. Also wenn ich davon spreche jetzt, dann ist das einfach die Erfahrung aus den 19 Jahren. Aber es ist nie irgend so vorgefertigt, weil das mich einfach nicht interessieren würde. Wie ist Ihr Verhältnis Musik und Film, Ihr persönliches? War das von Anfang an so eine Art Brüderliebe? Der Zugang zur... Ich habe erst einmal jahrelang seit langem für Theater und das ist sehr verwandt natürlich mit dem Film, also man Schauspieler. Ich sage immer, der Vorteil bei den Stummfilmen ist, die Schauspieler reden einem nichts rein. Das ist eine sehr praktische Sache. Andererseits, die sind ja alle schon tot. Und der Film kann sich nicht wehren. Damit habe ich natürlich eine gewisse Verbrüderung. Und immer auf jeden Fall zugunsten des Films und nicht zugunsten des Publikums sein muss. Ich meine, wenn das Publikum mitgeht, dann kriegt es ja auch das, was es braucht. Und, also ich schaue schon immer, dass der Film das kriegt. Aber es ist im Prinzip, ob man sich jetzt was vorstellt oder sagt, stell dir was nicht vor zum Beispiel. Ne? Wenn man sagt, bitte denk jetzt nicht an einen Tisch, dann denke ich natürlich an einen Tisch. Ne? Und so ist unsere ganze Welt, unsere Innenwelt immer bebildert eigentlich. Und sie wird eher heute zerstört durch diese Überflut an Bildern. Also bin mir nicht ganz sicher, ob man hier auf der anderen Seite ist, kann man gut vorstellen, dass es durchaus sensibel macht für die Leute, aber viele auch, glaube ich, einfach umbringt, weil einfach die Menge an Bildern, die auf uns einfließt, vielleicht nicht mehr zulässt, dass wir unsere eigenen Bilder erfinden. Also es gibt zum Beispiel die Anthroposophen, Waldorfschulen, die sind ganz, in den ersten Jahren ging es Fernsehen, und ich verstehe das sehr gut, ihre Argumentation, die darin besteht, dass sie sagen, wenn das Kind nicht vorgelesen kriegt, dann kann es
können sie nicht ihre eigenen Bilder erfinden. Ne? Der nächste Schritt wäre sozusagen die Audioaufnahme, wo man die Bilder auch noch immer selber mache, aber vielleicht schon eine fremde Stimme, die nicht mehr in meinem Lebensbereich drinnen ist. Und der nächste Schritt ist, ich kriege die Bilder schon vorgesetzt. Und von dem her ist es vielleicht negativ, aber im Gesamten, ich meine, ich schaue nicht so viel, auch wenn es mein Beruf jetzt ist, aber so auch wie ich ganz wenig Musik höre. Es ist mir wesentlich wichtiger, einfach die Stille oder ja, ich glaube, dass alles irgendwie aus dem Nichts entsteht und dann kriege ich es mit und nicht umkehrt jetzt aus der Fülle heraus und dann finde ich, ist auch ein Weg, aber für mich war es eigentlich immer eher aus der Stille heraus. Darum mag ich das auch ganz gern, das Zurückgehen im Film. Also es ist wie bei Metropolis, manchmal wird man so hineingezogen wie am Schluss, man kann nicht anders als nur mehr und dann, ah, der ist da oben und nur mehr, das ist ja Wahnsinn irgendwie. Aber dann auch im Gesamten wieder zurückzugehen, um einfach auch zu spüren, was passiert eigentlich da überhaupt. Ne? Und am Ende ist es eigentlich, glaube ich, das Interesse von mir, Bilder in eine andere Form, nämlich in Musik, umzusetzen. Das ist es vielleicht. Also es ist, ich würde nicht sagen zwanghaft, aber ich kann mir durchaus vorstellen, also ihr könnt auch Situationen des Alltags bebildern, musikalisch. Aber es ist eigentlich weniger, ich meine, wenn man jetzt seit über 40 Jahren Musik macht, dann ist die Basis eigentlich ja nichts mehr, was man überdenkt und hat. Aha, jetzt mache ich Musik dazu, das ist das, was man gefragt wird von anderen. Mhm. Aber für einen ist das Selbstverständnis irrsinnig groß, sodass ich mich eigentlich gar nicht so als Musiker fühle, vielmehr als Erzähler oder eben als Begleiter von jemandem, der einen schaut, so wie jemand begleitet, weil, aha, da könnte man ausrutschen und dort ist das und da, schau, hast du das schon gesehen? Also so finde ich das, es ist ein Dialog mit dem Film, der eigentlich ja vor 80 bis 100 Jahren gedreht worden ist, aber ich finde es durchaus, dieses Erzählen einfach eine schöne Möglichkeit, mit den Bildern umzugehen. Warum es macht, weiß ich nicht, das ist so.